Dieser Ort ist von mächtiger Energie erfüllt. Es ist, als sei der Tempel direkt mit der Lehre selbst verbunden. Sprecht ihr mich an? Sukdash Salok. Okay, bis wir dahin kommen, da brauchen wir noch ein bisschen. Endlich habe ich euch da, wo ich euch haben wollte, Nerazim. Taldarin, der einzig wahre Gott, verlangt ihren Tod. Wagt es nicht, ihn zu enttäuschen. Der Dunkelheit. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. So, Moment, jetzt nehmen wir einfach mal einen Hetzer. Ich gehe mal dahin. Gucken, da hoch kann er nicht. Ich muss doch dahin kommen können. Ah! Ich suche den Pfad der Erlösung. Jetzt habe ich es gefunden. Ich werde einen Weg finden. Wisst ihr, ich bin also nicht so. Mit Wegfindung und so habe ich es als nicht so. Das sollte das letzte Taldarin-Geschütz sein. Halt, ihr bleibt hier. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Kampfes. Ich bringe das Herz. Wir müssen euch doch darüber. Genau. Und da haben wir dann das letzte Geschütz. Und dann bekommen wir auch die letzte Verstärkung noch. Die Partikelkanonen wurden zerstört. Ich sende euch die letzte verfügbare Verstärkung. Kämpft ehrenhaft, Brüder. Ja, yep, genau das haben wir vor. Ich suche den Pfad der Erlösung. Wir stellen uns der Dunkelheit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, Zeratul kann da scheinbar komplett gesehen werden. Sukdash Salok. Wir haben jetzt 4 hohe Templer. Die eigentlich alle fit sind. Zeratul ist eh komplett fit. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ehre den Dalai Lama. So, ich stürme dich bitte gerne hier. Ja, bleibt ihr ruhig schön im Sturm drin stehen. Das gehört nämlich so. Mach doch noch mal einen kurzen Sturm. Oh nö. Hebe ich mir auf. Oh, jetzt habe ich 2 Templer verloren. So, jetzt sind eigentlich nur noch 3 gegnerische Einheiten übrig, wenn ich das richtig sehe. Ja. Einfach rein mit allem, was wir haben. Schild an. In der Vorbote des dunklen Gottes werde Zeugen seiner Wut. Ja, es war fast klar, dass sowas kommt. Haben wir noch eine Kanone. Machen wir natürlich auch noch nieder, nachdem wir den Schild aktiviert haben. Und dann eigentlich nur noch den leeren Katalysator. Dann wäre die Karte auch schon geschafft. Es ist vollbracht. Die Taldarin sind der Führung Amons beraubt. Etwas Ungewöhnliches geht hier vor sich. Ich registriere eine starke Schwankung von leeren Energie. Zeratul, der Schlüsselstein geleitet euch zur Hoffnung. Tassadar, wie kann das sein? Talis,
Mir wurde eine Vision von der anderen Seite zuteil. Ein Weg zu unserer Erlösung. Eure Erlösung wird allein durch meine Hand kommen. Ich werde eurem Leiden ein Ende setzen. Amon bringt den Tempel zum Einsturz. Ich muss diesen Ort sofort verlassen. Ah, sind wir doch nicht. Doch noch nicht ganz fertig. Ich will Weisheit in einer Zeit des Chaos. Meine Krieger und ich haben uns ins Innere des Tempels vorgekämpft und halten die Stellung gegen die Taldarin. Schlagt euch bis zu uns durch. Schnell! Ich bin auf dem Weg. Wir machen erstmal nochmal kurz das Schild. Tja. Der kommt leider nicht hier raus, ne? Schwer wiegt meine Bürde. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Habe ich gerade den Tipp nicht so richtig gelesen? Irgendwas mit Ausweichen? Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Also die Gegner gehen ja relativ schnell. Dieser Übergang ist eingestürzt. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Schnell! Tja, ich würde sagen, hier hoch, ne? Wir haben noch 3 Minuten 25. Das Leiden, ich frage mich, ob man den einfach vorbeilaufen kann. Wehe dich nicht länger. Lass vielleicht öfter den Schild benutzen. Nicht sagen. Okay, da können wir uns aber wieder rüber teleportieren. Das ist so nicht gut. Wir müssen da rüber. Schnell, schnell, schnell. Noch 2,5 Minuten. Seraton ist es gleich alleine. Den Göttern sei Dank, dieser Weg ist nicht blockiert. Talis, ich habe euch fast erreicht. Wo muss ich denn hin eigentlich jetzt gerade? Nein! Och nee. Letzten Spielstand laden. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert. Ich glaube, ich sollte einfach eher laufen, denn kämpfen. Und ich hoffe, ich muss das nicht alles nochmal machen. Okay, nur die Laufaktion. Ich suche den Pfad der Erlösung. Okay, wir laufen nur. Meine Krieger und ich haben uns ins Innere des Tempels vorgekämpft und halten die Stellung gegen die Taldarin. Schlagt euch bis zu uns durch. Schnell! Ich bin auf dem Weg. Prophezeiung weist uns den Leute, lauft. Geht's A schneller? Oder geht es so dann vielleicht auch nicht? Dieser Übergang ist eingestürzt. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Schnell! Euch. Lass ab von deinem sinnlosen Kreuzzug, mit dem du das Leid. Lauft, Leute, lauft. Beziehungsweise lauft, Zeratul, lauf. Wehe dich nicht länger. Lass mich nicht befreien. Ich hoffe, das kann so funktionieren. Komm schon.
Nein! Die Prophezeiung weist uns den Weg. In Arudin Ashagal. So, ich hoffe, ich komme jetzt so durch überhaupt. Weil ich kann jetzt ja nichts mehr töten. Seratul, lauf doch! Schild. Sei Dank, dieser Weg ist nicht blockiert. Talis, ich habe euch fast erreicht. Bietet es. Zugdash Salon. Beeilt euch, Zeratul. Ich erfasse jetzt euer Signal. Ja, super. Ich bin aber Schild an. Ich muss da jetzt mal kurz durch. Puh. Zeit mehr, Zeratul. Flüchtet. Ich werde mich um die Tal'Darin kümmern. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Geht jetzt. Berichtet den Hierarchen davon, was heute hier geschehen ist. Für uns auch. Wir dürfen nicht. Unser Volk wird die Schuld, in der es euch gegenübersteht, niemals vergelten können. Für Ayur! Erfolgung, Bonus zu den Stimmen des Untergangs. Ja, leider eben auch, sonst keine Erfolge geholt. Wir haben insgesamt 21 Stunden 53 Sekunden gebraucht. Plus das, was wir gespielt haben und nochmal frisch spielen mussten, weil ich versagt habe. Weil ich den Weg nicht sofort gesehen habe. Wir haben auf jeden Fall also mehr als fünfmal so viele Einheiten vernichtet, wie wir selber hatten. Also wir selbst verloren haben. Haben eigentlich im Prinzip so ziemlich alles gemacht, was da war. Was wir nicht gemacht, also was wir geschafft haben, ist, das Böse ist erwacht, den Erfolg, das Böse ist erwacht, schließen Sie die Mission, das Böse ist erwacht, in der Kampagne Stimmen des Untergangs ab. Haben wir geschafft, sonst wären wir nicht da. Dann haben wir nicht geschafft, die Klinge von Jakuras, töten Sie ihn, das Böse ist erwacht, 20 Einheiten mit Zeratuls Fähigkeit Schattenhieb, ja, hätten wir deutlich öfter einsetzen können, vielleicht auch sollen. Und was wir auch nicht geschafft haben, eins mit den Schatten. Verlieren Sie ihn, das Böse ist erwacht, auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Keine Einheit, bevor Sie den leeren Katalysator zerstören. Ist auch möglich, wenn man sich entsprechend Zeit nimmt und das Ganze entsprechend koordiniert und so weiter. Geht das? Ist es durchaus möglich? Sehe ich jetzt kein allzu großes Problem. Aber wenn man eben nicht drauf achtet, dann wird man das wohl nicht schaffen. So, dann müsste jetzt eigentlich, soweit ich jetzt informiert bin, die Prolog-Kampagne eigentlich beendet sein. Wir schauen mal nach, indem wir einfach fortfahren. Nun schließlich sind alle Teile der Prophezeiung erfüllt. Doch durch ein großes Opfer wurde uns Hoffnung gewährt. Eine Vision der Xel'Naga weist einen Weg, die drohende Vernichtung abzuwenden. Nun kehre ich zu meinem Volk zurück. Sie werden mein Handeln nicht verstehen, doch ich werde mich ihrem Urteil stellen und sie überzeugen. Denn einzig Artanis, der junge Hierarch der Protoss, kann die verschiedenen Fraktionen vereinen, bevor Amons Zorn die Galaxie verschlingt. So, das war's also wirklich. Die Prolog-Kampagne zu Legacy of the Void hat mir persönlich wieder richtig viel Laune gemacht, obwohl ich mit dem Protoss noch nie so richtig warm geworden bin. Bin ich mal gespannt, wenn dann Legacy of the Void dann wirklich veröffentlicht ist, wie sich das Ganze denn dann spielt, wie ich damit zurechtkommen werde, wie ich als Protoss-Spieler bin. Ich meine, ich hätte es schon in Heart of the Swarm gesagt,
Aber die Terraner sind mir persönlich immer noch die liebste Fraktion in StarCraft. Gefolgt von den Zerg und ganz abgeschlagen liegen die Protoss. Aber es wird trotzdem wieder richtig geil. Das kann ich euch schon mal versprechen, weil einfach StarCraft. Mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen, glaube ich. Und ich bin echt mal gespannt, wie wir denn dann Amon besiegen werden können und vor allem, was dann am Anfang von Legacy of the Void sein wird, was denn ist mit Zeratul genau passiert. Er will sich ja dem Urteil seines Volkes stellen und hofft, dass Artanis, der übrigens in StarCraft 1 noch ein relativ kleines Licht war, aber trotzdem schon ein Held, dass Artanis quasi, ja, seinen Empfehlungen Folge leisten wird, je nachdem. Und ich bin echt mal gespannt, ob wir da was dazu tun können oder nicht. Und was denn dann alles noch passieren wird. Wen wir alles noch als Verbündete gewinnen, ob Jim Rayner wieder ein paar Auftritte hat. Kerrigan wird mit Sicherheit ein paar haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich stelle es mir jetzt im Moment gerade mal so vor, wie die letzte Mission von Warcraft 3. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vom Frozen Throne war oder vom Hauptspiel, wo wir dann quasi mit drei Armeen, in dem Fall hier jetzt natürlich Menschen, Zerg und Protoss, gemeinsam gegen einen quasi übermächtigen Feind antreten und den davon abhalten müssen, irgendeinen Ort zu erreichen in einer bestimmten Zeit. Oder ob wir mit drei Armeen dann irgendeinen Ort erreichen müssen, den der Feind uns verwehrt. Das wäre jetzt so meine ersten Gedanken zu Legacy of the Void, zur letzten Mission, weil hier stehen ja wie ich Terraner, Zerg und Protoss hoffentlich am Ende dann gemeinsam gegen Amon und seine Hybriden. Also ich kann euch gar nicht sagen, ich bin wirklich super gespannt drauf und ich kann es kaum noch erwarten. Sind ja immerhin noch ein paar Wochen, bis es rauskommt. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, euch so schnell als möglich mit den ersten Folgen zu versorgen. Und hoffe, dass ihr dann auch wieder genauso zahlreich zuschaut wie heute, vielleicht sogar noch zahlreicher, fände ich cool. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen, die mir zugeschaut haben, fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn wir denn mit Zeratul zu den Protoss zurückkehren und das Urteil der Konklave erwarten. Bleibt eigentlich nur zu sagen, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn.